Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Mein Gott. Entschuldigung, ich bin am Nachdenken gerade. Ja. Es gibt hier eine Synchronisierung mit dem Monat Mai für dich, ja? Schau mal bitte jetzt, Skorpion, also hinter dem Deck die Herrscherin. Die Herrscherin ist die Königin aller anderen Königinnen. Die Herrscherin spricht für eine Mutter, eine Person, die Kinder hat. Im Prinzip sehe ich bei dir eine Frau, denn eine Frau zeigt sich hier sehr stark, ja. Aber ja, eigentlich, ein Mann kann auch die Energie von einer Herrscherin haben, natürlich. Am Ende, wir reden ja nur über Energien, ja. Und ein Mann kann auch sehr lieb sein, natürlich. Auch sich um seine Kinder kümmern, um die Familie und so weiter, das Typische, ja. Also, aber hier zeigt sich jetzt gerade eine Frau. Das ist die Herrscherin. Das ist eine Schwangerschaft. Das ist nochmals eine starke Energie. Wir sehen hier bei dir gerade sehr viel Kreativität, Skorpion. Sehr viel Kreativität. Also das kann auch über neue Projekte reden. Über eine Person, die was Neues angefangen hat, selbstständig ist. Sehr viel Reichhaltigkeit in dieser Energie. Nochmals, die Herrscherin, die Königin, alle anderen Königinnen. Das ist hier eine starke Energie für dich für kommende Woche. Wenn ich dir ehrlich bin, Skorpion, es gibt nicht so oft den Fall. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal die Herrscherin als Energie für einen Sternzeichen hatte. Ich kann mich wirklich, ich versuche gerade nachzudenken, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Das ist, ja, das ist eine Mutter, ne? Also vorerst, das ist die Energie für dich für kommende Woche. Du kümmerst dich um deine Kinder, du kümmerst dich um deine Familie, um deine Arbeit, Termine. Es gibt hier sehr viel Erfolg zu spüren, eine sehr hübsche Energie hier auch. Ja, also das ist halt die Herrscherin, ja. Schau mal, also eine Puppe und die Herrscherin. Also ich sehe hier eine Mutter und Kind. Das ist, was man hier sieht, oder eine liebe Botschaft, eine liebe Nachricht einer Person, die irgendwie. Also, Skorpion, ich könnte hier zum Beispiel jetzt den Fall haben, dass eine Person sich verliebt hat, platonisch verliebt hat. Gerade spüre ich hier eine platonische Liebe. Wenn das hier keinen Altersunterschied gibt, also dass du sagst, eigentlich. Ich spüre hier einen Altersunterschied, ja, zwischen zwei Personen. Oder sonst, dass jemand hier, oder dass das eine neue Person ist, einfach, ja. Das ist eine neue Person und diese Person hat sich platonisch verliebt. Ist in dir platonisch verliebt, tatsächlich. Das ist ein Gefühl gerade jetzt, ja, dass das dem Fall auch sein könnte. Sonst nochmals, ich sehe hier Mutter und Kind. Und eine kleine Nachricht, eine Kommunikation. Wir schauen weiter jetzt. Denn du siehst, Zendeschwerter spricht ja auch über einen Schluss, ja? Oder eine Enttäuschung, oder. Schaue bitte, Skorpion, deine Karten. Die Hohepriesterin, vier der Münzen und die Mäßigkeit. Sternzeichen Fische, Schütze. Stier, Waage,
Löwe, auf den Würfeln kann für dich stehen Zeichen Löwe und die Nummer 11. Du siehst ja die Energie gerade hier. Also ich spüre, eine Person kann hier nicht loslassen, Skorpion. Ne? Eine Person möchte, kann einfach nicht loslassen. Es gibt hier, wie ich dir gesagt habe, entweder eine platonische Liebe oder sonst, wir reden hier schon über eine wichtige Seelenverbindung. Ja? Also, das ist das Gefühl hier, die Hohepriesterin. Also, ich sehe eine spirituelle Energie bei dir, eine sehr spirituelle Energie. Ich spüre eine Person mit einem Zyklus hinter sich, eine Person, die allein ist, Mutter ist, niemand braucht, wie gesagt. Also, hier zeigt sich eine Person, die niemand braucht. Eine sehr hübsche Energie, zumindest die Karten deuten auf so eine Person, sehr hübsch. Ich sehe hier eine Person, die sehr weise, also mit viel Weisheit. Eine alte Seele tatsächlich. Also das ist sehr stark bei dir zu spüren, mit der Herrscherin und die Hohepriesterin. Eine Person, die sich weiterbildet, weiterlernt. Vier der Münzen sagt uns, Skorpion, ich kann einfach nicht loslassen. Ich kann diese Person nicht loslassen. Ich kann mich einfach... Ja, ich kann nicht loslassen. Die Mäßigkeit ist eine Kommunikation hier, die positiv ist und man möchte. Es wäre hier so eine Art von Versöhnung, tatsächlich. Ja. Du hast hier gerade drei wichtigen großen Arkanen, Skorpion. Die Hohepriesterin, die Mäßigkeit, die Herrscherin. Du hast hier drei wichtigen großen Arkanen. Eine sehr spirituelle Energie spürt man bei dir. Sogar ich könnte denken, du hast hier eine Führung. Es gibt eine Führung, ja. Das kann auch über eine Mutter reden. Eine Mutter, die dich führt. Eine Mutter, die dich führt. Sehe ich hier bei dir einen Verstorbenen? Ja, tatsächlich. Ja. Also ich sehe hier eine Person. In deiner Familie eine Person, die schon gestorben ist. Das ist nicht etwas, was geschehen wird, sondern ist bereits geschehen. Ich sehe hier eine Person, die schon nicht mehr in diesem Leben ist. Das ist ein Geist, den dich führt. Das kann perfekt für dich über eine Mutter reden, aber perfekt kann das hier eine Mutter sein. Eine Großmutter sonst. Ich sehe eine ältere Person. Das ist keine jüngere Energie, sondern eine ältere Person. Sternzeichen Fische, Schütze, Stier, Waage. Es gibt eine Führung hier. Ja. Es gibt tatsächlich eine Führung. Du hast bei dir einen Engel, Skorpion. Das ist ein Engel hier. Das ist Erzengel Raphael. Spricht auch über eine Heilung. Du hast einen Geist bei dir. Ob du das weißt oder nicht, aber das ist bei dir oft das jetzt, ja? Skorpion. Das ist nicht eine Sache, die wir jetzt neu bei dir haben. Das hast du schon. Du hast einen Schutzengel bei dir, natürlich. Natürlich hast du einen Schutzengel bei dir. Ja. Das Gefühl wäre hier mit der Karte die Mäßigkeit. Es kommt hier eine positive Kommunikation kommende Woche. Eine Person, die es wieder gut machen möchte oder eine Person, die es mit dir gut haben will, sich versöhnen möchte. Kann das hier für dich einfach deine eigene Mutter sein oder könnte natürlich auch eine Mutter sein, natürlich. Könnte eine Mutter sein. Oder irgendwie, das Gefühl ist hier, ja? Natürlich auch ein Kind, ja? Skorpion. Neunte Kelchen, genau wie beim Sternzeichen Krebs, kam die gleiche Karte vorher. Neunte Kelchen. Es gibt hier sogar ein Gefühl von, ja, eine Nachricht, wie wir hier sehen. Ja, eine kleine Nachricht.
Eine Person, die irgendwie sich mit dir wieder versöhnen möchte, dich sehen will. Es gibt hier so eine Art von Einladung. Schaue bitte, die Gatte die Sonne, der König der Münzen und neun der Kelchen. Sternzeichen Löwe ist bei dir sehr stark, wie gesagt, genau wie bei Sternzeichen Krebs. Es gibt eine Synchronisierung gerade hier mit der Sternzeichen Krebs. Ich spüre hier, das kann natürlich auch einen Ehemann, Ehefrau, weil ich habe hier den König der Münzen und hier die Königin der Münzen. König und Königin der Münzen. Stier, Steinbock, Jungfrau. Eine Langzeitbeziehung oder sonst, nochmals, meine eigene Mutter, meinen eigenen Vater. Ich meine, ich muss das immer wieder sagen, weil ich möchte, dass es deutlich bleibt. Es kann auch ein Kind sein. Ne? Interessante Energie. Schaue bitte jetzt, Skorpion. In der Mitte habe ich drei der Stäbe. Drei der Stäbe ist eine Karte. Eine Person ist hier sehr stark am Nachdenken, möchte hier eine Handlung machen. Diese Person möchte was machen. Weißt schon, wann, was und überhaupt. Also die Pläne sind schon hier gemacht. Ich weiß nicht, ob die hier eine geografische Distanz gibt jetzt bei dir, Skorpion, mit dieser Person. Eine geografische Distanz. Es kann nochmals eine Person der Familie sein. Also hier zeigt sich sehr stark eine Person der Familie. Die Familie sieht man hier. Ja. Unabhängig, wie das hier sich für dich jetzt so zeigt. Aber das ist hier sehr stark. Die Sache ist, jemand möchte hier eine Reise machen sogar. Ich meine, die Pläne sind eigentlich schon da. Diese Person hier weiß schon, was diese Person machen möchte. Ist auch sehr am Nachdenken, ja. Denn nochmals, Skorpion, also die Legung kann sich ja spiegeln für die Crosswatchers. Das ist einfach so. Denn in manchen Fällen bin ich ja nicht, also ich bin ja nie, kein Sternzeichen Skorpion, ja. Aber ich kann ja in meinen astrologischen Chart Sternzeichen Skorpion haben. Und diese Legung kann perfekt für mich reden dann, ja. Oder ich habe mit Sternzeichen Skorpion zu tun und diese Legung kann für mich reden. Deswegen, das können wir nicht beeinflussen. Und ich sage es nur einfach so, ja. Die Legung kann sich für die Crosswatchers natürlich spiegeln. Die Sache ist, ich sehe hier, wie gesagt, eine Person möchte sich versöhnen. Also, ich denke, wir reden hier über eine komplizierte Situation, Skorpion. Das war schon hier eine komplizierte Situation. Wir reden hier schon auch über Zeit. Hier ist schon viel Zeit vergangen oder die Zeit spielt hier schon eine Rolle. Also, das spüre ich. Vielleicht, weil man hier diese geografische Distanz hat. Vielleicht, weil man nochmals in eine komplizierte Zeit war, am Heilen war, etc. etc. Das kann von mir aus hier, Skorpion, über eine neue Person reden, weil tatsächlich ist das so. Eine neue Person, die du schon sehr lang kennst, ja. Aber ich war am Heilen, es hat sich nichts ergeben. Ja, weil ich am Heilen war, diese Person am Heilen war und so weiter. Aber ich kenne tatsächlich die Person schon sehr lang, aber es war nichts da. Ja. Ich spüre hier der König der Schwerter, Sternzeichen Wassermann, Waage, Zwilling. Ich sehe eine Person hier, die sehr mental ist. Ich spüre eine sehr kalte und mentale Energie. Eine Person, die sehr analytisch ist, die alles nachdenkt. Also das ist eine Person, die wirklich tatsächlich König der Schwerter, kommuniziert eigentlich nicht, aber denkt sehr, sehr viel nach. Das ist der König der Schwerter. Luftelement. Ja. Ich meine, ich kann auch viel Luftelement in meinen astrologischen Chart haben. Man versteht ja. Also wir müssen immer mit Sternzeichen vorsichtig sein. Ja, weil wir mittlerweile wissen wir ja, dass wir in unserem astrologischen Chart Element Feuer, Element Wasser, Erde oder Luft haben können. Ja, von da aus ist nicht immer so leicht und einfach, wie wir uns denken. Ja, gut, die Sache ist, eine Person möchte sich hier versöhnen. Eine ähnliche Energie hatte ich bei Sternzeichen Krebs.
Und wenn ich dir ehrlich bin, ich spüre hier bei dir und Sternzeichen Krebs eine Synchronisierung. Starke Synchronisierung. Sind nicht die gleichen Karten, aber die Synchronisierung ist da. Aus irgendeinem Grund gibt es hier diese Situation bei dir. Wasserelement wie du, ja. Zum Beispiel jetzt, Skorpion, wenn du dich scheiden lassen hast, du bist schon geschieden. Das kann hier sogar über einen Ex reden. Einen Ex, der mit dir eine geografische Distanz hat und sich versöhnen möchte. Warum sage ich das? Weil tatsächlich die Situationen sind sehr verschieden und die Karten bieten verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das nicht ändern. Der König der Münzen ist da und die Königin der Münzen ist hier. Schaue bitte. Also, As der Kelchen, drei der Stäbe und Königin der Münzen. Also eine Person ist einfach verliebt. Also das Gefühl wäre hier so ungefähr, du bist das, was ich möchte. Du bist die Person, mit der ich zusammen sein will. Die Königin der Münzen ist eine ähnliche Energie wie die Herrscherin. Also das ist die kleinere Herrscherin in den kleineren Arkanen. Das ist die Herrscherin in den kleineren Arkanen. Also ich denke, wir reden hier über eine Mutter. Man sieht Kinder. Kinder sind hier. Ich sehe eine Person hier, die sehr viel Geduld zeigt. Sehr viel Geduld hat, wie gesagt, weil ich ja arbeiten muss, mich um meine Kinder kümmern muss, meine Termine, Finanzen, Haus und so weiter. Ich kümmere mich praktisch um alles. Ja, also das ist die Königin der Münzen, kümmert sich um alles. Und ist allein, aber kümmert sich um alles. Ja, also braucht niemand tatsächlich. Diese Person hier ist selbstständig oder nochmals sehr selbstständig. Skorpion, schaue dir bitte das hier jetzt an. Der König der Schwerter, die Gerechtigkeit und acht der Stäbe. Normalerweise sagen wir immer, die Gerechtigkeit ist eine Energie, die langsam ist. Weil die Gerechtigkeit, es gibt kein Land, wo die Gerechtigkeit schnell ist. Und ja, und aber in dem Fall hier, mit acht der Stäbe danach, ich spüre hier eine Schnelligkeit. In eine juristische Situation, eine Schnelligkeit. Es kommt hier eine Handlung, auf jeden Fall Kommunikation. Der König der Schwerter und die Gerechtigkeit für mich sind fast die gleiche Energie oder sind ähnliche Energien. Wir reden über eine Gerechtigkeit hier. Wir reden über eine karmische Situation, eine Lektion im Leben. Das ist eine Lektion. Sternzeichen Waage, überhaupt. Sternzeichen Waage, Wassermann, Zwilling. Waage bei dir sehr stark, aber für mich Steinbock auch hier. Gut, ich meine, Stier, Steinbock, Jungfrau sowieso mit Erdelement hier. Wir haben hier eine starke Energie. Es kommt hier eine wichtige Kommunikation, eine wichtige Handlung, eine Reise sogar. Eine Reise, weil schaue bitte hier. Skorpion, eine Person, diese Person hier, für eine Gruppe, das Gefühl, was ich hier bekomme, ist, dass diese Person nicht weiß, wo du wohnst, wo du lebst. Diese Person hier hat keine Information über dich. Weiß nicht viel über dich, weil die geografische Distanz ist ja da, aber diese Person hat wenig Information über dich. Wenn diese Person jetzt eine Reise machen möchte oder dich besuchen will, diese Person weiß ja nicht, wo du lebst, wo du wohnst. Oder wenn das nicht der Fall ist, dass diese Person halt
mehrere Fragen jetzt über dich hat. Ja, also es gibt hier Geheimnisse, eine Art von Geheimnisse jetzt hier, Skorpion. Könnte für halt irgendwie sogar eine dritte Person hier geben. Was meine ich jetzt? Also, ich bekomme hier ein Gefühl, ein bisschen von Geheimnisse hier, ja. Und auch, dass man hier in eine familiäre Situation ist, sogar eine dritte Person hier zu sehen wäre. Sonst, dass eine Person hier noch in eine Scheidung ist oder in eine Trennung ist und eine dritte Person ist sowieso schon da. Also zum Beispiel, ich bin gerade ja, in meine Trennung, in eine komplizierte familiäre Situation befinde ich mich schon. Und ja, so wie das Leben halt ist, ich habe mich schon verliebt. Ich habe schon mich in eine andere Person verliebt. Aber ich bin noch in eine familiäre Situation. Ich befinde mich noch in eine familiäre Situation. Ich weiß schon, wie das ist. Es ist immer alles leichter gesagt als getan, ja? Also ich weiß schon. Also ich weiß schon, dass alles nicht immer so selbstverständlich ist oder leicht ist, wie man sich das denken kann. Und das weiß ich, ja. tatsächlich. Ja, tatsächlich, diese Karte bestätigt das auch. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person, Skorpion. Du bist zwischen einem Ex und einer neuen Person. Diese Karte ist hinter dem Deck jetzt gewesen, ja. Uff. Und das Wort blind sehe ich nämlich auch. Schau bitte, mit der Mäßigkeit ist die Karte neue Liebe gekommen. Mit einer Katze. Eine Katze, die Intuition, ja, tatsächlich ist die Intuition hier bei dir sehr stark, ja? Und eine neue Liebe. Und das ist eine Bestätigung mit dieser Karte von, du bist zwischen einem Ex und einer neuen Liebe. Die neue Liebe ist da, tatsächlich. Die Mäßigkeit kann natürlich auch für diese neue Liebe reden. Schaue bitte, Skorpion, mit der Gerechtigkeit kam das Wort frei. Ja? Das Wort frei und die Gerechtigkeit. Du siehst ja, das kann hier über eine Trennung reden. Ja? Das kann schon über eine Trennung reden. Ne? Und eine Reise. Schau, diese Person zeigt sich mit drei der Stäbe und hier sieht man auch eine Person, die eine Handlung machen möchte, eine Reise machen will. Ja? Das ist wieder in Bewegung. Diese Person ist ja in Bewegung hier, ist auf einem Fahrrad und das heißt Bewegung. Ich spüre hier bei dir Feuerelement. Ja? Sind Handlungen. Mit 8 Stäbe kommt diese Karte, 3 der Kelchen. Die Nummer 3 zeigt sich bei dir oft das. Ich denke schon, dass wir irgendwie eine familiäre Situation hier gibt. Eine dritte Person ist hier schon zu sehen. Irgendwie doch. Ne? Das Gefühl wäre hier, ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Mit dir Spaß haben. Ja. Schau mal, interessant ist, dass mit der Königin der Münzen, Erde-Element, kommt ja diese Karte hier. Eine Person, die sehr viel arbeitet. Eine Person hat hier arbeitet im Garten oder ist Gärtner oder doch Erde-Element, wie gesagt, Stier, Steinbock, Jungfrau. Ich sehe eine Person hier, die, egal welche Sternzeichen, ja, also nicht nur Stier, Steinbock, Jungfrau arbeiten, ja. Also. Die Sache ist, schau mal, diese Karte ist gekommen mit As der Kelchen. Ich sehe viele Menschen, vielleicht viele Optionen, vielleicht auch. Aber As der Kelchen ist da. Oder ist das für eine Gruppe hier, dass du einer Person in deinem Freundeskreis
Zum Beispiel Fitnessstudio. Wenn du zum Fitnessstudio gehst oder wenn du zum einem Club gehst, da ist immer wieder, du triffst immer wieder eine Person und es gibt hier, man hat sich hier verliebt. Eine Person hat hier wenig Zeit, irgendwie. Eine Person arbeitet sehr viel. Skorpion, interessant ist diese Karte auch. Diese Karte sagt, Tabakrauch enthält über 70 Stoffe, die erwiesenermaßen krebserregend sind. Hier steht auch Sternzeichen Krebs, ja. Also wie gesagt, ist fast vielleicht eine Bestätigung. Und ja, man sollte vielleicht wenig Geld ausgeben für manche Suchtverhalten. Tatsächlich. Also, oder das Gefühl wäre hier, genau, vorsichtig mit diesem Geldausgabe für manche Suchtverhalten. Es kann ja Zigaretten sein, es kann Alkohol sein, es kann irgendein anderes Suchtverhalten. Das Gefühl wäre hier, ich möchte ein bisschen mit meinem Geld aufpassen, ja, also weniger ausgeben oder. Ja, interessant ist, von Osho Zen kam für dich diese hier, die Quelle, Feuerelement. Sternzeichen Löwe bei dir auf den Würfeln, aber Schütze auch und wieder. Das spricht über auch Ast der Stäbe, eine neue Möglichkeit, sehr viel Energie und Leidenschaft in dieser Karte Skorpion. Viel Leidenschaft, viel Motivation, viel Energie, Handlung. Auch eine neue Situation in deinem Leben, ja. Und zwei. Das heißt, diese Freundlichkeit, die Karte der Freundlichkeit und die Karte die Quelle. Also ich sehe hier tja, zwei der Kelche. Es gibt hier eine starke Anziehung, ne, zwischen zwei Menschen. Tatsächlich. Skorpion. Es gibt hier eine starke Anziehung, ne? Ja. Interessant, hinter dem Deck war die Karte der Transformation. Das ist deine Karte, Sternzeichen Skorpion. Ja. Das ist eine Transformation hier. Ja. Also Skorpion, ich meine jetzt die Versöhnung. Das ist die Versöhnung hier. Das ist eine Versöhnung. Ich irre mich nicht. Kann ich dir auch sagen? Ich irre mich nicht. Es kommen Nachrichten. Es kommen Nachrichten. Und ich denke, das Gefühl von Freiheit zeigt sich bei dir schon. Ne? Also hier sehe ich das Wort Freiheit sehr stark bei dir. Und warte mal kurz. Ich glaube, ich hatte einen Sternzeichen auch mit dieser Energie. Aber ich glaube, das war Mai. Was tut das? Also Skorpion, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das war für Monat Mai. Habe ich bis jetzt eigentlich nicht so viele Sternzeichen gemacht. Und ich hatte dieses Wort, das Wort frei, oft das, aber in einer Legung sehr oft. Und ich überlege für mich, ob du das warst, auch dein Sternzeichen Skorpion. Also hier gibt es eine Freiheit. Ich fühle mich frei. Ich habe mich befreit. Das sprichst du wie eine Trennung. Ich spüre hier, wow, nochmals die Transformation. Sternzeichen Skorpion wie du. Ich spüre eine Verbindung, telepathische Verbindung. Du hast telepathische Verbindung mit einer Person und ich spüre hier nochmals Veränderung, eine Reise, sogar einen Umzug, eine klare Transformation in deine Energie. Skorpion. Skorpion, ich denke, jemand ist die Herrscherin hier. Eine Person sagt hier, ich weiß schon, was ich mir wert bin. Ich weiß schon, dass ich niemanden brauche. Gerne würde ich mein Leben teilen, aber ich laufe niemanden hinterher. Ich bin die Herrscherin. Ich kümmere mich um meine Kinder, um meine Familie, um meine Arbeit. Ja, das hier ist eine liebe Person. Eine Person mit sehr viel Weisheit, Kreativität, Erfolg. Und diese Person sagt sich selbst tatsächlich,
Ja, ich weiß schon, was ich mir wert bin. Und die Herrscherin im Prinzip ist, fühlt sich wohl. Also die Herrscherin ist nicht unbedingt, hat sehr viel Geduld. Ich meine, nicht vergessen, Skorpion. Die Herrscherin, man versteht, die Herrscherin ist schwanger. Ja? Eine Schwangerschaft dauert 9 Monate. Was ich damit sagen möchte, ist, die Energie zeigt sich nicht schnell hier, weil wenn wir mit der Herrscherin denken wir, dass diese Energie Zeit nimmt. Und auch mit der Mäßigkeit, diese beiden Karten reden über Zeit. Diese beiden Karten reden über Zeit, Minimum 9 Monate. Was ich damit meine ist, diese Energie hier bei dir sagt uns, habe Geduld. Weil alles wird in der richtigen Zeit kommen. Nicht, wann wir es wollen, sondern wenn die Zeit reif ist. Und glaube mir, wir können dafür auch dankbar sein und in Dankbarkeit sein, dass das auch so ist. Dass alles da kommen wird, wenn wir alle für die Situation vorbereitet sind. Weil was habe ich davon? Wenn ich für meine Zwillingsflamme vielleicht, für meine Zwillingsflamme nicht vorbereitet bin und ich schnell eine Situation will, wo ich weiß, dass ich noch nicht so weit bin, dann will ich lieber, dass ich geführt werde in der Situation. Ich möchte lieber geführt werden in dieser Situation, dass diesen Schutzengel bei mir ist und mir halt tatsächlich sagt, wann ich so weit bin oder die andere Person so weit ist. Und glaube mir, alles kommt tatsächlich in der richtigen Zeit. Man braucht hier nichts zu zwingen, ist nicht nötig. Was für dich ist, wird für dich auch kommen, ja. Und kann dir niemand wegnehmen. Von da aus, natürlich muss man heilen, mit sich selbst arbeiten, nicht nach außen, sondern nach innen, mit sich selbst arbeiten, in diesem spirituellen Weg. Ich spüre bei dir, Skorpion, eine starke Spiritualität, tatsächlich, sehr sogar. Eine sehr reife Energie, eine sehr, ja, viel Weisheit, viel Intuition, eine alte Seele. Das ist bei dir hier. Ich spüre eine wichtige Seelenverbindung. Ich spüre hier Zwillingsflammen, ja. Und nochmals, wenn das so ist, du brauchst es nicht eilig zu haben. Das ist, was die Energie sagt. Du brauchst es nicht eilig zu haben. Du kannst dich entspannen. Fokussiere dich weiter um deine Sachen, Termine, Familie, Finanzen, Karriere, um deinen Körper. Fokussiere dich weiterhin, wie bis jetzt, fokussiere dich, um deine Kinder, um Familie. Ja, das ist richtig so, heile. Ja, weil alles wird ja in der richtigen Zeit auch kommen. Es wird sich alles so ergeben, wie es sich ergeben muss. Ja, das ist das Gefühl, was ich hier habe. Ich habe hier diese Versöhnung, ja. Wird diese Versöhnung für dich schneller und für mich langsamer kommen, ja. Also für dich kann tatsächlich kommende Woche kommen. Für mich vielleicht nicht, sondern erst in 3 Wochen. In 3 Wochen oder tatsächlich in 3 Monaten. Ja, ich denke schon. Also damit will ich nur sagen, man muss schon realistisch sein. Ich sehe hier schon die Zeit. Es kann für eine Gruppe 3 Tagen reden. Stäben sind auch schnell, aber für eine Gruppe kann natürlich auch 3 Wochen sein. Bis eine Person sagt, ich bin jetzt so weit. Oder sogar ja, 3 Monate. Ich kann das nicht ändern. Warum sage ich dir das, Skorpion? Weil ich sehe hier natürlich eine karmische Situation, in eine familiäre, ja, eine familiäre karmische Situation. Wenn das jetzt hier eine Scheidung ist, Trennung, das nimmt Zeit. Ja, wir wissen ja das alles, ja. Dass eine Scheidung geht ja nicht von heute auf morgen. Nein, einen Umzug auch nicht. Ich ziehe nicht von heute auf morgen um. Es kommt drauf an. Ich sehe so eine Situation hier bei dir. Es ist eine Lektion hier. Aber die Energie zeigt sich ja positiv, Skorpio, ne? Ich sehe schon hier eine positive Energie. Das ist die Mäßigkeit. Sein Engel, ne?
Und ich spüre hier schon eine Führung. Die Gatte der Transformation ist bei dir oft das. Sternzeichen Skorpion wie du. Stier, Waage, nämlich auch, ja. Schütze, wie du siehst, Fische. Starke Energie. Starke Energie, Skorpion. Ich bin jetzt gerade am Nachdenken, aber ich denke, ja, es handelt sich hier wirklich um eine neue Liebe. Und du bist zwischen einem Ex und die neue Liebe. Das ist, was ich denke hier. Du wirst zwischen einem Ex und eine neue Liebe sein. Die Legung kann sich ja spiegeln. Interessant ist, dass diese Karte auch gekommen ist. Das ist der Sommer. Das ist der Sommer. Ich habe gerade bei dir über Monate gesprochen. Ja, 3 Monate. Das ist der Sommer. Ich finde es gerade nur interessant. Weil du siehst ja, auf dieser Karte steht der Sommer hier unter. Für mich ist das hier auch die Sonne. Das sieht wie die Sonne aus, oder? Das ist die Sonne. Und das ist, was ich meine. Also es gibt hier schon eine Verbindung im Sommer. Oder etwas wird hier im Sommer geschehen. Frühling ist auch hier natürlich zu sehen. Also es ist nur interessant. Ja, ich habe diese Karte. Ja, du siehst ja, der Frühling. Also man sieht hier, man arbeitet im Garten, dann kommt der Sommer. Interessante Energie, Skorpion. Und die Karte der Dankbarkeit ist auch da. Die Karte der Dankbarkeit. Wir müssen ja jeden Tag dankbar sein für das, was wir haben, dass wir leben dürfen, dass wir in diesem Leben sind und leben dürfen. Und für alles, was wir, wie gesagt, haben, für die Gesundheit, für unsere Kinder, für alles müssen wir wirklich dankbar sein, damit wir auch mehr Segnungen bekommen, ja. Nicht sich fokussieren, da wo was mir fehlt, ja, mir fehlt das, ich habe das nicht und so weiter. Sich nicht da fokussieren, fokussiert dich an das, was du hast, also was du besitzt, ja, was du bereits schon besitzt, wo du dankbar bist, ja, das ist dein Fokus, ja. Also gerade sehe ich die Nummer 222 in meine Ohr, Skorpion, die Nummer 2. Redet wirklich über eine Verbindung mit jemand, eine Einheit. Ist eine interessante Energie gerade bei dir. Tatsächlich. Die Energie ist diese hier, Skorpion. Diese ist die Energie. Also ich danke dir für deine Likes, für deine Abos. Dankeschön und schönes Wochenende, Skorpion. Bis bald. Tschüss.